Da sind wir wieder am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind am Start. Wir wollen natürlich hier die Jungs ausschalten. Die haben es nicht anders verdient. Ist, wo wir den. Scheiße. Wie ist das? Oh, ich brauche Nachschub an Leuten. Mach mir Feuerschutz. Cassandra meinte. Ja, klar. Sterbe ich nicht. Nicht so. Hab ich das schon erledigt? Krass. So einfach geht das mal hin. Jetzt holt dich der Teufel, du Wichser. Gut, dann haben wir das erledigt. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Kabums. Komm, dann machen wir noch eben kurz Kleinholz hier. Ist aber nett, dass ihr da jetzt schon aufgeräumt habt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es ein bisschen länger dauert, aber das war jetzt wenigstens kann mal 20 Sekunden oder so gedauert vielleicht. Soll mir recht sein, wenn ich ehrlich bin. Wie krieg ich den da rein? Das war der Plan. Der scheint funktioniert zu haben. Super. Okay, dann haben wir das soweit auch erledigt. So, wir müssen noch Geld, können noch Geld mitnehmen. Zack, zack, zack. Voll die Munition mitnehmen. Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Wie schnell das ging, einfach mal gerade eben. Nimm bei die Kohle mit. Du marschierst einfach mal kurz rein. Auch nicht mal aufzumachen. Wir treten die Tür einfach ein. Jetzt ist es aber mal gut. Und ich nehme die Kohle nämlich unten gerne mit diese 1250, die ich gerne, die wollte ich noch nehmen. Und wir haben eine neue Notiz, die wir lesen können. Ich würde mich doch einmal so beleidigen lassen. Bitte informieren Sie nächstes Mal, dass wir keine Bayout-Töpel sind, die irgendwelchen Mist in einem Wohnwagen zusammenbauen. Wir sind einfach wir sind erstklassig ausgebildete Wissenschaftler. Mensch, welch eine Überraschung. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Was haben wir hier? Achso, das ist so wie. Ach, was ist so ein Ding? Ist jetzt gerade uninteressant. Das ist. So. Hier ist wieder. Eine kleine Sicherung anzubringen. Offen und angebracht. Ganz fürchterlich. Ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht einfach in ihren eigenen Vierteln bleiben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist ja nicht so, dass. Entschuldigung. Es passiert, wie gesagt, es wird wahrscheinlich ein paar Mal passieren. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. So. So. Dann hat das auch erledigt. Zack, Waffe wegstecken. Wir nehmen das Taxi direkt. Wir nehmen direkt ein Taxi. So, dann fahren wir zurück zu Bier Donnelly. Und dann können wir wahrscheinlich umziehen um den. Um den Typen da kümmern. So, die Jungs, die wir hier in dem anderen haben, die lassen wir jetzt auch mal wieder stehen. Und dann fahren wir jetzt zurück. Ich glaube, hier waren noch welche. Ja, hier war noch ein Informant. Oder sollen wir den eben kurz. Warte mal, wie viel ist denn das eigentlich? Das ist nur einer, ne? Also, er windet sich am Boden und. Das war auch wichtig. Aber ich habe so gut wie keine. Toten erfährt man nichts, du Idiot. Ja, scheiße, wa? Komm, nehmen wir mal auf. Mit. Wie verdient Chester Moreau sein Geld?
Mr. Moreau lässt einige von unseren anderen Jungs der Southern Union einen Job erledigen. Dickes Ding. Geheim. Dein Arsch gehört jetzt mir. Oh. So. Das Thema ist erledigt. Oh, ich nehme die Karre mit. Besser als dieses Taxi. Wir haben den Informanten. Das war durchaus nicht ganz unwichtig. Was war hier schon wieder? Das sind auch nur zwei oder drei Typen, ne? Ich war ja nicht was anderes noch. Kennst du einen guten Witz? Kommst du nicht zu? So, alle tot. Boah, 100.000 müssen wir den Union-Dings zufügen. Damit habe ich eigentlich schon mal. Das war eigentlich jetzt nicht der Plan anzufangen. Aber wie gesagt, die liegen alle jetzt mittlerweile so ein bisschen auf dem Weg. Granate nehmen wir mit. Die Kohle nehmen wir mit. Gut, dann ist das auch soweit erledigt. Also was heißt erledigt? So, jetzt wollen wir mal nachladen. Fahren zurück zum eigentlich war der andere Plan, aber das ist ein anderer Plan. Ich wollte eigentlich zu Bier und Nelly zurück. Boah, wie gesagt, das war eigentlich jetzt nicht der Dings. So, da wollte ich eigentlich wieder zurück hin. Wir wollten eigentlich den Teil weitermachen und jetzt nicht eigentlich komplett von die Union Dings machen. Wo der nächste hat, wenn man schon wieder hier vorne wäre, ne? Nee, boah, jetzt ehrlich gesagt. Nee. Also hier wäre noch ein PCP-Labor, aber wie gesagt, die sind. Lassen wir jetzt gerade so ein bisschen außen vor, die brauchen wir nämlich jetzt nicht. Da ist ein Taxi, brauchen wir auch nicht. Ich vermute, wenn wir die 1000 Dings weg haben, kommen wir an Olivia Mercado ran. Und dann sollte der Bus eigentlich auch nicht mehr so kommen. Ich vermute, dass es vielleicht auch 5, 6 Folgen sind. Mehr wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Aber wie gesagt, ich erwarte jetzt gar nichts hier. Und wenn es um 10, 15 Folgen sind, dann ist es auch ein Problem. Ist es halt einfach so. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile fast 70 Folgen weg. Also 75 fast. Beeindruckt, wie du es Bobby Bastian schwärmst. Ah, nee. Hast seinen Scheiß. Waren ein paar schlechte Tage für den alten Bobby. Viel weniger von seinem Stoff draußen, als er und Miss Marcano das gern hätten. Was für dich gute Nachrichten sind. Naja, schaden kann's nicht. Wie sieht's im Labor aus? Ist Bastian da? Tja, und er dreht total durch. Die Marcanos sind wohl nicht gerade glücklich, dass kein Geld mehr reinkommt. Tja, mal gucken, wie es ihnen gefällt, ihr Labor zu verlieren. Und Bear? Vertick, was du willst, aber halt dich bloß fern vom Hollow. Du weißt, wo du Bastian findest. Schnapp dir den Wichser. Ja, machen wir auch. Alles andere ist jetzt gerade komplett außen vor. Gut, meine Energie ist wieder aufgeladen. Das ist schön, ohne dass ich irgendwie was hätte machen können. Warte mal. Ist ja nicht hier irgendwie noch ein. Ne, ist nur eine.
So. Dann holen wir uns den Typen mal. Den kriegen wir heute noch. Definitiv. Ich mache was anderes davor herstellen. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Halt. Hier bleiben. Genau, fahren wir nicht in die Karre. Willst du was einzahlen? Wen verlierst du? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. So, dann haben wir das auch erledigt. Ich wollte halt, wie gesagt, erstmal nur die Kohle noch einzahlen. Jetzt da links abgebogen und wir kümmern uns jetzt gleich um den Big Boss. Die Frage ist, wie wird der bewacht? Ui. Nicht gerade ohne. Da muss ich rein. Also. Ja, Köln braucht er nicht mehr. Boah, Alter. Okay, da muss ich einen Überfallkommando schicken. Ich bin in Frisco und hab ein paar Ziele im Visier. Muss nicht weiterreden. Runter, bevor du erwischt wirst! Krieg dich, Kleiner! Es gibt Ärger. Er ist tot. Zu spät, um abzuhauen. Hier drüben! Dann räumen wir mal an. Ich hab ihn getroffen! Verdammt, ich hab ihn getroffen! So, plus die haben wir schon den Fest. So, plus die haben wir schon den. Wie viel Munition hat er denn? Hab ihn getroffen! Ich hab meinen Mann verloren! Wir haben keine verfluchte Chance! Der macht gerade. Die räumen gerade mal bitte ein bisschen auf hier, die Jungen. Großer Gott! Schnauze! So. So, falls euch das wundert, meine Katze. Brauchst du nicht. Doch. Ich hoffe, die haben natürlich jetzt. Das war einer. Kommt hierher! Bin mir vom Hals, Gott verdammt! Kaputt. Meine Katze hat echt heute wieder einer mal. So. Ich weiß doch, dass du nicht hierher gehörst. Gut. Der Kleine gehört mir. Wow, wow, wow. Erwischt! Haltet mir ja. Kaputt. Ich sitze fest! Mir geht's hier übel an den Kragen! Boah, mein Gott, geh mir nicht auf den Piss, Alter! Was ist denn heute los? Schleich dich hinter ihn! So, Kollege, jetzt ist mal hier gut mit dir. Macht, was ihr wollt. Aber überlasst mich nicht Olivia. Dir. Und tot. PCP-Geschäft ist gesichert. Gut.
Wir können Frisco Fields nur halten, wenn du uns ein paar deiner Jungs rüberschickst. Meine Männer räumen nicht gern auf, wenn sie auf der Party nicht eingeladen waren. Wir machen das. Aber dann geht der Bezirk an uns. Ja. Erledigt, würde ich sagen. Dann nehmen wir das Ding hier nochmal auseinander und dann kümmern wir uns um die Southern Union. So, oder zumindest beginnen wir damit. Ich behaupte natürlich noch nicht, dass wir das alles auf die Reihe kriegen, aber wir haben zumindest heute das den größten Teil geschafft und dann war das Bild auch mit mitgenommen. Gut, 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 gut. Oh, da liegt eine Granate in einem Messbecher. Welche eine Überraschung. So, ich hole mir mal kurz eben noch das erste Hilfeset hier. Ich habe nur noch eins. Zwei. Wunderbar. Das sieht ein bisschen besser aus. So, die Kohle mal mitnehmen nebenbei. Ein bisschen leicht verdientes Geld. Ah, hier wollte der Kollege seinen Boss holen, als ich ihm da kurz, mal eben kurz um die Ecke geholt habe. Haben wir hier unten das Geld drin. 9.000 mal wieder. Also wir sind wieder bei 38.000. So, ich brauche keine Munition mehr. So, dann kommen wir jetzt hier wieder runter. Aber wir sind hier oben mit unserem kleinen Überfallkommando doch relativ gut durchgekommen. Hey, Mr. Clay. Hey. Könnten Sie mich von hier wegversetzen? Einer dieser Kiffer wird diesen Laden hochgehen lassen. Ganz sicher. Nö. So, oh, warte mal, da liegt immer noch Geld. Was ist das denn? Das müssen Sie hier hin. Das war nochmal $750. Also wie gesagt, haben oder nicht haben. Na, damit kann man schon mal ein bisschen was machen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns kurz mal eben noch schnell unser kleines Bug. 10.000 haben wir wieder auf dem Konto wieder. Da ist die Uber. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Na bitte dich. So, und dann machen wir Feierabend. Passt gut drauf auf. Was mit dem Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Ja, dankeschön. Und damit würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und ja, dann, wie gesagt, jetzt der Southern Union so langsam an den Kragen. Und dann dürfte sich eigentlich irgendwann auch hoffentlich mal die gute Olivia Marcano blicken lassen. Ne? Tschüss.